So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike und wir haben das letzte Mal bei Mission 16 aufgehört und da haben wir ja auch schon einen altbekannten Gegner und ich hasse diese Mission, ganz ehrlich, aber die müssen wir hinter uns bringen. Sure you want to go it alone, Haki, those allied geeks are gonna team up on you. Their backs are to the wall and I've got two pipe runners ready for action. But I'm more curious about what you think of our new Black Hole Army, Lash. It's as evil as ever, isn't it? World domination and all that. We've drained so much of the planet's energy that it's turning into a wasteland. What's the point? Is this prize worth dying for? Is it a noble end? What's the big deal? We can always just fix it later, right? I'm the one who disposed Sturm and those short leashes is beginning to chafe. This is no way to use a trained army. Maybe it's not for me to say, but if someone wants to use the army to pursue his own personal goals. Sush, what are you whining about? This isn't like you at all, Haki. The allies are gonna escape. I think you'll feel better after you crush them. You might be right. I better deal with the problem at hand first. Weak, we're trapped behind a bunch of pipes. Do we head for the sea or keep it on the ground? That's a tough call, but if we take out the three mini cannons on the left, we'll take the wind out of their sails. Let's head that direction. To check a mini cannon's range of fire, touch it and hold it for a few seconds. The highlighted area shows how far they can fire. Tries to stay out of that range. The weapons in the upper right are indirect combat units called pipe runners. If they get around us, we're going to be in a lot of trouble. They can only move on these pipes. If we destroy the joints, they won't be able to get this far. But if we create an opening in the pipe, the enemy forces will pour in. We're in quite a pickle, huh? Sitting here yapping ain't improving the situation. Let's get with the busting. Forcing our way out as Jake and Grim have suggested is definitely an option. And word is the enemy has a research lab near Cape Hodan. I think we might find a map leading to it in one of the cities on the coast here. We may not have the manpower to spare, but finding it would be a big bonus. You got it, let's roll. We've got three mini cannons to level. Oh ja, und ich möchte mich hier auch gleich mal ein bisschen an der Karte umschauen. Mein Ziel ist es, diese drei mini cannons zu zerstören. Das ist das große Missionsziel. Haki wird mir hier in dieser Mission mit ziemlich allem entgegenkommen, was er da hat. Und vor allem werden mich diese beiden Pipe Runner hier nerven. Für diese Mission benutze ich eigentlich auch am liebsten Jake und Rachel. Wir können hier nichts bauen, weswegen Colin und Sascha ziemlich ineffektiv wären. Bedeutet, mit Jake und Rachel sind wir am effektivsten, weil wir eben mit ihnen die ganzen Missiles haben. Beide sind außerdem Rang 2 und Moment. Was können wir hier denn für Skills brauchen? Weil den ersten brauche ich hier nämlich gar nicht so dringend. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, kommt was, gibt es hier ein paar, ne? Schauen wir doch mal. Ich meine, dass es ein paar Comtowers auf der Karte gibt und wenn man einen von denen hat, dann lohnt sich der Skill schon. Mit Jake möchte ich aber trotzdem anfangen, weil Rachel die Tech Power leaden soll. Hier ist ein Comtower und hier ist einer. Wenn ich die beiden kriege, dann hat sich der Skill schon gelohnt. Ansonsten werden wir mit Indirect Firepower auch relativ gut bedient. Allerdings erstmal schauen wir mal, was wir machen können. Let's do this, are you ready? Let's go! Mission 16, Snow Hunters.
As commander of Allied Nations, I'm intrigued by the map of the research lab. Yet, it won't be easy to get it. It's a tough decision. I really want that map, but... Hey, Jake, what do you think? I'm down with whatever. If it's your plan, I'm sure it's gonna be good. So... Zuallererst mal... wie weit darf ich da parken? Okay. Dann werde ich dieses Landeboot dann in den nächsten Runden dazu verwenden, dass ich da noch das ganze Zeug da hinten einnehmen kann, weil was ich jetzt schon weiß, in dieser City hier, da ist die Map für das Research Lab, von dem Rachel hier schon die ganze Zeit geredet hat. Hier auf diese zwei Städte möchte ich die Raketenwerfer stellen, damit sie die Pipe Runner abfangen können und vor allem damit sie die Gegner daran hindern, diese Fabriken einzunehmen. Was ich ja natürlich sehr gut finde, weil ich möchte nicht, dass der Gegner dazu kommt, dass er die kriegt. Weil sonst kommt ein nicht enden wollender Strom an Einheiten. So muss ich nur die bekämpfen, die da sind. Sollte erstmal mein erster Zug gewesen sein. Da fängt er mit der ersten Einheit schon an, hier zu besetzen. Wenn ich das richtig sehe, hat er seinen Bomber direkt in meine Missile-Reichweite bewegt. Muss ich mal schauen. Oh nee, er ist genau außerhalb geblieben. Schade. Dann bewege ich ein bisschen mal hierher und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den Kampfpanzer möchte ich mal ganz schnell hierher zurückziehen, weil dann sollte er nicht mehr in der Lage sein, ihn zu treffen. Genau wie geplant. So, und zuallererst mal muss diese Infanterieeinheit hier abgeschossen werden. Da oben treffe ich gerade nichts, aber das ist vorerst mal unwichtig. Okay. Dann beenden wir den Zug erstmal hier wieder. Ach ja, ich habe über Hawkey noch gar nichts gesagt. Also, an ihm hat sich eigentlich nichts verändert. Er ist noch genau der gleiche wie das, was er in Advance Wars 2 war. 10% mehr Angriffskraft auf alle seine Truppen. Und seine Gaben haben sich auch in keinster Weise verändert. Es bleibt bei 2 Mass Damage und 2 Mass Healing für seine Super Core Power, beziehungsweise 1 Mass Damage und 1 Mass Heal für seine normale Gabe. So. Bye bye, Bomber. Excellent. So, dann stört mich hier nur noch der Kaheli. Die beiden kommen nicht an meine Einheiten ran, sofern die noch da stehen bleiben. Allerdings, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass diese Infanterieeinheit hier auf diese, da rankommt. Und die hätte ich schon gern dran gehindert. Ich stelle jetzt einmal mal den Kampfpanzer hier ab und hoffe, dass der daran nicht mehr so leicht vorbeikommt. So, die Sache ist, der blockiert jetzt natürlich schön mit seinen beiden Pipe Runnern die Küste, sodass ich mit meinem Landeboot nicht anlegen kann.
das sollte erstmal mein Zug gewesen sein. Darf der gute Hawk hier auch mal wieder dran sein. Und er zieht seine Infanterieeinheit direkt zurück. Das ist auch gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich meinen Jagdpanzer verlieren. Oh nein, er greift lieber meinen Kampfpanzer noch an. Was soll er machen? Habe ich kein großes Problem mit. Der erreicht gerade nichts. Oh, da hat er aber einen schönen Fehler gemacht. Den Piperunner kann ich schon mal außer Gefecht setzen. Oh, sogar mit etwas Glück gewonnen, KO'd. Und da ist auch schon die erste Gabe bereit. Das ist doch sehr schön. Der Missile kann man hier noch den Copter abschießen. Also es gibt kein Level, wo eine Missile brauchbarer ist als in diesem hier. Also ich mag Missiles normalerweise nicht so, aber in diesem Level finde ich die einfach viel zu gut. Missiles sind auch allgemein irgendwie nur dort gut einsetzbar, wo es viele Pipelines gibt. Da wo der Gegner halt nicht wirklich drumrum kommt. In diesem Level kann ich einfach die Missile hinter der Pipeline verstecken, ohne dass die Flieger da rankommen. Ansonsten sind Missiles generell nicht allzu brauchbar. Erstmal wieder meinen Zug und hoffe mal, dass der jetzt keine Gabe bereit hat. Oh, der hat sogar schon fast eine Spezialgabe. Okay, das heißt, die kriege ich in der nächsten Runde mit ziemlicher Sicherheit ab. Und ich hätte schon den Co. wechseln müssen. Okay, wie komme ich da am besten durch? Ist ja noch gar nicht wirklich. Gar nicht dran. So, wo schießen wir ihm denn die erste Missile rein? Ich hätte gesagt, erstmal hier, weil da erwische ich einen Haufen richtig teure Einheiten. Und dann können wir diesen Neo-Tank nochmal abschießen hier. Dem von da hinten keine allzu große Gefahr mehr droht, ziehe ich diesen Raketenwerfer mal dahin. Dann wechsle ich mal den Co. Oh, er hat immer noch keine Spezialgabe bereit, sehe ich gerade, aber wenn er noch irgendwie was angreifen kann von mir, dann kriegt er sie bereit. Aber er greift nicht an. Das finde ich gerade gut. So. Rachel ist an der Reihe. Und ich hätte erst verdammt nochmal diesen Comtower besetzen sollen, fällt mir gerade ein, weil das wäre 10% mehr Schaden gewesen. Hm, the research lab location has been discovered, has it? Kanone Nummer 1 ist Butt. Dann geben wir dem Hawkey auch mal seine Super Co-Power zur Verfügung. Damit er auch extra hart zurückschlagen kann.
Können wir mal noch anschießen. Schadet ja nicht. Der Neo-Tank da oben, der macht mir halt ein bisschen Sorgen. Moment mal, wie weit reicht dieser Pipe Runner? Okay, ist viel zu weit. Den Missile kann ich jetzt sowieso nicht mehr brauchen, weil er keine Flieger mehr hat. So. Na dann. Hau deine Super-Core-Power raus, Hawkey. Can you stand up to my power? Ich weiß es nicht, Hawkey. Zeig's mir. Gib mir deinen Black Storm. Erstmal fleißig repariert. An den Pipe Runner komme ich gerade leider nicht dran. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich darauf noch reagieren soll. Soll ich weiter die Mini-Cannons kaputt machen? Also eine kriege ich ja mit dem, was ich da habe, noch kaputt. Oder soll ich lieber den Titanpanzer da angreifen, womit ich mich aber auch gleichzeitig in der Reichweite von dem Pipe Runner begebe? Daher will ich doch lieber mal diese Variante nehmen, denn mir ist es lieber, wenn da noch ein bisschen mehr von diesem Zeug da kaputt geht. Wenn wir hier jetzt noch da ein bisschen nachhelfen müssen. Müssen wir mal hoffen, dass man der Hawkey da hinten jetzt nicht allzu viel kaputt machen kann. Das war schon mal nicht so gut. Die Anti-Air macht er mal jetzt auch noch weg. Na gut, die überlebt das wenigstens. Hat er sich auch selber geschadet. Aber der Kampfpanzer ist leider kaputt. Okay, das reicht aber definitiv für eines Tech Power aus. Vor allem, wenn ich das hier jetzt mache. So, dann wollen wir mal ein bisschen Schaden anrichten. Vor allem, weil wenn ich es richtig sehe, reicht es, wenn ich mit meinem 8 HP Medium Tank zweimal auf das Teil drauf haue. Sofern der jetzt keinen Schaden von meinen eigenen Raketen kriegt, was ich jetzt mal hoffe, dass nicht passiert. Und das ist es auch nicht. Okay. Erstmal hier ein bisschen drauf schießen. Da reinscheunen. Und schon haben wir 63% Schaden. So.
Das wird zwar ziemlich riskant, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Super. Okay, dann muss Jake den Rest machen. Nachdem ich seine Artillerie jetzt ja so schön auf die Ebene gestellt habe, sollte die mehr als genug Schaden machen, um den Pipe Runner da wegzuhauen. Jake auf einer Ebene, man sollte ihn definitiv nicht unterschätzen. Ja, ich komme jetzt leider nur in die Pipe 7 ran, aber ups, das wollte ich jetzt nicht. Moment. Mit dem wollte ich ja noch ein bisschen was kaputt schießen. Ah, schieß mal gleich den Kampfpanzer kaputt. Damit haben wir nämlich dann definitiv genug Einheiten kaputt geschossen, um den Powerscore zu kriegen. Mit dem können wir auch noch was kaputt schießen. Ja, das reicht definitiv aus. So, calls from Macroland have become involved. That explains this outcome. Haki, you're still with Black Hole? You're not seriously going to fight us again, are you? I have no desire to trade blows with you. I'm going to bow out for the time being. There are some big things I must investigate before I commit myself to this. There he goes. Oh, what is it with that guy? Even when he loses, he acts like he won. His bearing speaks of an unusual strong character. I didn't know Black Hole had caused as bad as that, dude. What do they need Black Crystals for when they've got him? Das frage ich mich übrigens auch manchmal. I wonder if there's some kind of rift within Black Hole itself. He said there was something he wanted to investigate, didn't he? Either way, we need to get going. Where's the next stop on our little road trip? Way out west. We've got reports of a big desert and a massive energy spike. From that way, the enemy troops keep getting stronger. I'm guessing it's the enemy headquarters. I'm curious about what Hawkey's up to. Well, I have to check out that sooner or later. Wow, ich habe da sogar noch 100 auf Technik bekommen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich hätte nämlich gedacht, es wären keine 100 mehr in der Technik, so viel wie ich da am Schluss noch verloren habe. Wenigstens gibt es hier keinen Punkte-Cap von 9999, sodass ich nicht dazu gezwungen bin, zwischendrin mal einzukaufen. Und weil wir ja jetzt die Laborkarte bekommen haben, dürfen wir auch die nächste Fabrikmission machen.